Im Golf von Pueblo Hindenburg auf den Bahamas, das war in der Zeit damals mit Orson. Eine leichte Brise trieb unseren Katamaran aus der Lagune in die offene See. Wir bemerkten es nicht. Orson hatte mir gerade das Boot abgewonnen. Ich hatte Full House mit drei Damen. Eher ein Achterpoker. Jetzt ging es um meine Schwester in Paris. Plötzlich war Orson verschwunden. Die Saugnäpfe der Riesenkrake zogen den Lack vom Bootsdeck. Meine Freunde, die Eingeborenen, nennen sie die Neunschwänzige. Ich brüllte Orson. Ich hatte einen Flasche auf der Hand. Und das Boot gehörte schließlich ihm. Das Meer war wie Blei, auf dem das einzige Auge der Krake schwamm. Wirklich eine heiße Geschichte, die Sie da erzählen. Klingt wie ein Comicstrip. Na, aber Ihre Freunde sind fasziniert. Es glotzte mich an. Da ging ein Zittern durch die rot geäderte Iris. Daran kann nur zweifeln, wer Orson nicht kennt. Und du, Laura? Ich kenne die Geschichte auswendig. Ich höre sie jedes Mal. Es war der graue Kardinal, der gehasste Einzelgänger unter den Mörderrochen, wie ihn mir meine Freunde oft beschrieben hatten. Er segelte über mein Boot. Ich konnte das Glitzern seiner rasiermesserscharfen Schwertflossen wahrnehmen. Die Krake war wie gelähmt. Und so zerschnitt der graue Kardinal ihr das Auge. Die Südsee verwandelte sich in einen Vulkan. Blödsinn. Die Lavastöße stieß die verwundete Krake mit ihren mastigen Fangarmen in den azurblauen Himmel der Südsee. Doch die Neunschwänzige hatte ihn. Er wirbelte hoch, glitschte über das Deck des Bootes, kam plötzlich vor mir zu liegen und lachte.